Boah. Mila. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Baba-Video. Wir pranken Mila. Wir haben auf YouTube etwas richtig Cooles gesehen. Nada wird in einen Teddybär reingehen und Mila pranken. Mila weiß natürlich nicht, dass Nada in diesem Teddybär sein wird. Sie wird denken, das ist einfach nur ein Teddybär, der sich bewegen wird. Mal gucken, wie ihre Reaktion sein wird. Das war eure Luisa. Eine Perle der Natur. Okay. Hey, Mann, die Kamera. Fang! Fang! It's a final countdown! Woo! Seriös, Luisa, seriös. Wir sind Insta-Flänzer. Professionell laufen. Professionell. Was kostet der? 3000 Euro? Ich hab dir gesagt, lass keine Pranks machen. Ey, was ist das für ein Bär mit Bierbauch, ja? Wir brauchen einen richtigen Bär, Mann. Nein, Luisa, ich würde da nicht langlaufen. Komm her. Was? Luisa, das ist von Familie Star Wars. Und wir haben Beef mit Familie Star Wars. Kannst du dich nicht erinnern? Wir wurden von der ganzen Star Wars Familie umzingelt. Ey, was passiert hier? Wollt ihr euch mit uns anlegen oder was? Wir sind die Jindawis. Angriff, Leute! Wir haben gegen die gekämpft, natürlich war das Spaß. Aber Mila versteht keinen Spaß. Darth Vader stand dort mit seinem Schwert und Mila hat ihn direkt bearbeitet. Einmal Buff Kick und dann Babam! Meinst du, er weiß Bescheid? Er weiß 100% Bescheid. Bruder, guck mal. Das, was letztes Mal passiert ist, keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich kann es erklären. Lass Frieden machen. Ey, wir haben keinen Bären gefunden. Wir waren eine halbe Stunde in diesem Laden. 8 Euro? Park ich auf Parkplatz, wo Merkel parkt oder was? Was ist das hier? Ihr falschen Dorados. Warum geht es nicht? Wie fehlerhaft? Egal, ich ruf da an. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Wir sind gleich für Sie da. Was ist das jetzt? Mozart oder was? Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Sorry to make you wait. We will get back to you as soon as possible. Miss Possible, Kim Possible. Ja, hallo, ich habe mein Parkticket vorhin bezahlt und wollte rausfahren. Und jetzt steht da Karte fehlerhaft. Was mache ich denn jetzt? Passwortpokal sagen und dann lassen wir sie raus. Okay, alles klar. Gibt's keinen Tschüss? So, zweiter Versuch. Pokal war das, ne? Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ey, nicht schon wieder diese Musik, ja. Mozart und dann diese Musik wird noch dramatischer, man wird aggressiv. Scheiße, hinter uns ist so eine Schlange. Pokal! Ja, dann geh doch gleich die Schranke auf. Ich küsse doch deine Augen. Sie wissen schon, dass ich jetzt eine Anzeige machen wollte? Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ich war eine halbe Stunde in diesem Parkhaus. Ich habe 8 Euro bezahlt und sie will noch eine Anzeige machen? Warum kommt nicht einer raus aus dieser Automat und gibt mir direkt eine Stelle? Weißt du, was du hättest sagen müssen? Ich kann sie anzeigen. Sie haben meine Zeit geklaut. Eine Perle der Natur. Ey, in der Zeit, wo du gerade damit beschäftigt warst, habe ich einen Teddybär gesucht im Internet. Wir bestellen jetzt diesen Teddybär. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Jindawis, wir melden uns, wenn der Teddybär angekommen ist. So sieht's aus. Bis dann. Ey, der Bär ist angekommen. 2,60 Meter ist der groß? Niemals. Guck mal, in der Kiste kann doch kein 2,60 Meter Teddybär sein. Ich bin doch auch knapp 2 Meter. Wie oft musst du mich knicken, damit ich da reinpasse? Kann ich mir nicht vorstellen. Egal, nimm mal, ich mach mal auf. Ich mach auf. Luisa, sicher, dass du den richtigen bestellt hast? Ich glaub schon, aber das Paket sieht irgendwie voll klein aus. Wir holen dich hier raus, Bruder. Luisa, er kann nicht atmen. Hier ist der Bré. Komm hoch, du schwangere Frau. Ich glaube, sie wird uns das nicht abkaufen. Ich sage, entweder sie wird uns gar nicht glauben
Oder sie wird zu mir kommen und sagen, der Bär hat sich bewegt. Und du musst dann richtig mitspielen, ohne Lachen. Wenn du lachst, hast du verkackt. Ohne Lachen, Luisa. Okay, ich versuch's. Mila, wie war Schule heute? Gut. Was hast du gemacht? Ich habe heute einen Führerschein bekommen. Führerschein. Wenn man den nicht hat, dann darf man gar nicht mit dem Führer schreiben. Die Eule Eusebia guckt ganz angespannt. Genau. Auf mich, damit sie sieht, ob ich gut bin im Schreiben oder nicht. Wer ist diese Eule? Die kleine Eule Eusebia. Stimmt, ich kenne das. Hast du schon mal erzählt. Es gibt aber eine traurige Geschichte bei dieser Eulensache. Die Lehrerin musste aussuchen, welches Kind aus der Klasse diese Eule Eusebia vor der ganzen Schule spielt. Und Mila hat so krass geübt und wurde nicht genommen. Und sie war übertrieben traurig deswegen. Aber guck mal jetzt, sie hat vor einer Schule zwar nicht dieses Gedicht gesprochen, aber sie hat es vor 1 Million Menschen gesprochen. Eusebia. Von dort drüben auf dem Ast. Gerade ist das Eichhörnchen bei ihr zu Gast. Eusebia, was ist denn 2 plus 2? Natürlich 3. Oder sind es 10? Mila hat ihr Hack bekommen. Mila, du hast deinen Hack bekommen. Okay. Ach so, Mila, ich hab vergessen, dir das zu zeigen. Guck mal, Luisa hat sich was gekauft. Uli. Pass auf. Hast du nicht gehört, was man über diese Bären sagt? In denen so Geister drin sind und so. Ich hab so gehört. Glaubst du nicht dran? Deswegen werden wir ihn wegschmeißen. Oder nicht wegschmeißen? Nein. Tust du mir einen Gefallen? Spiel nicht mit ihm. Lass ihn einfach. Weil ich hab Angst. Ich hab Angst vor sowas. Da gibt's keine Geister drin. Guck mal, das ist Wolle. Wolle. Das ist kein Geist. Ich sag dir ehrlich, ich hab Angst, Mila. Lass einmal weg. Nicht anfassen. Ja, okay. Was macht ihr jetzt? Ihr geht Eis essen? Ich pack meine Sachen und ich gehe zum Training? Das heißt, wenn ihr wieder hier seid, bin ich weg. Okay, Leute, passt auf. Ich erkläre euch jetzt, was ablaufen wird. Ich werde diesen Teddybär jetzt erstmal leer machen. Dann haben wir zu Mila gesagt, sie soll hier ihr Tagebuch vorlesen und so. Sie wird hier sitzen und in diese Kamera sprechen. Im Hintergrund ist der Teddybär. Okay, Leute, ich muss diesen Bär jetzt leer machen. Komm mit, Mann, komm mit. Es ist gar nicht so einfach, Alter. Testversuch. Ich brauche mehr Platz. Ich muss Luisa schreiben. 25, sei da. Das heißt, sie soll da sein in 10 Minuten. Dafür sind erstmal meine schönen Nägel. Ich zeige euch mal, wie man die rauf macht. Soll ich den Kakao machen? Ja. Okay, ich mach den Kakao. Dann brauchen wir von das hier. Macht hier einfach. Dann nehme ich diesen Dings. Und dann zeige ich euch diese. Also Leute, diese Nägel sind richtig schön. Erstmal den kleinen Babyfinger. Erstmal noch den Babyfinger. Den Babyfinger. Mila, willst du den Kakao? Luisa, nein, du hast recht! Was denn? Geisterin in diesem Bär! Was willst du? Wirklich! Das ist verfehlt! Mila! Ja, Luisa, ich will hier weg. Ich war sofort. Mila, ist doch mein Teddybär. Guck genauer, Luisa. Ich mach den Teddybär sofort weg. Mila, nein, der ist.
Adam, jetzt zieh deinen Schuh an. Schnell, zieh deinen Schuh an. Wir verlassen die Wohnung. Und wir kommen wieder. Noch raus hier. Noch raus hier. Was machen wir jetzt? Immer raus. Ab zu uns nach Hause. Ab zu uns nach Hause. Mila, guck mich an. Wir sagen Mama. Mila, guck mich an. Mila, guck mich an. Es war ein Prank. Ich bin richtig sauer. Richtig sauer. Guck mal, wie ich aussehe, Mila. Guck mal bitte, wie ich aussehe. Nadine, mach mal jetzt auf. Ich hab ja schon gesagt. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?